signature detected. Unique identifier, Delta Station dock. Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Thank you.
Ja, was haben wir denn hier gefunden? Ich hab schon, wollte schon gerade bei der Gravitationsfalle das noch reinnehmen, aber dann finden wir hier natürlich noch eine kleine Altera-Plattform. Signalboje. Ein Datensatz für nichts. Kennen wir schon. Das will ich erst gar nicht. Können wir nicht direkt wegschmeißen? 30 seconds of oxygen remaining. Ja, willst du mir das wegnehmen? Arschloch. Was ist das hier eigentlich? Oh, wir haben hier kein Oxygen. Hier ist noch was mit dem PDA. Hören wir uns an, sobald die Folge beginnt. Ja. Da, okay. Pfadfinderwerkzeug. Wenn ich natürlich sowas finde hier in einem Zeitraffer, dann stoppe ich natürlich und wir gucken uns das hier gemeinsam an, ist ja ganz klar. Allerdings zählt das alles hier nicht zur nächsten Folge, je nachdem. Das ist jetzt ganz schlecht. Lass das liegen. Sehr gut. Je nachdem halt, wie lange das dauert. Warning. Ich 30 seconds of oxygen remaining. bin jetzt wieder still und wir hören uns dann später in der Folge. Bis später. Hallo, ich bin's nochmal. Ihr habt's gerade genauso gesehen wie ich. Hier ist was, was wir uns alle interessiert. Ich finde das mit der Zeitraffer jetzt eigentlich doch mal keine schlecht mehr so schlechte Idee. Denn ich habe meinen Spaß im Spiel und muss nicht die ganze Zeit dabei reden. Und ihr seht auch nebenbei, was passiert. Also finde ich doch ganz gut, dass ich das jetzt so entschieden habe. Und ich hoffe natürlich, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht das Fang. Das sind übrigens Baby-Pinguine, die müssen wir noch scannen. Ich versuche da schon hinzukommen. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ja, Shelter hier im Wasser, komm. Wasser ist warm. Kriegen wir da aber? Aua, ja, kriegen wir tatsächlich. Hier unten ist noch was. Ein verschlossener Cargo, Medizin, Wasser ist sehr, sehr gut. Hier gehen noch Kabel runter. Hier finden wir nur wieder unseren Seegleiter. Der einzige eigentliche Grund, warum ich hier bin, ist ja tatsächlich, dass ich eigentlich nur die Tischkorallen brauchte. Für die Computerships. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Im richtigen Subnautica haben wir die gefunden, die Sand am Meer, und jetzt müssen wir hier nach suchen, als wäre das hier alles nichts. Aber ja, ich glaube, wir sind mit der Altera erstmal wieder fertig. Das heißt, wir hören uns in der Folge. Bis später. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen.
Und damit jetzt auch ein richtiges Willkommen zu dieser zweiten Folge von Subnautica Below Zero. Ich freue mich natürlich herzlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe jetzt alles gefarmt, ihr habt ja zugesehen, habt es mitgekriegt. Ich habe zwischendurch auch ein paar Sachen von der Terra gefunden. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles gefunden, um die folgenden Gegenstände herzustellen. Und diese werden wir jetzt auch herstellen und in dieser Folge auch rüber gehen zum Anleger der Station Delta. Den Questlog dafür, beziehungsweise die Audio dafür habe ich auch mit so mittendrin bekommen, den werdet ihr auch natürlich hören. So, wir stellen jetzt aber erstmal hier das her, was wir wollen. Nämlich die erstmal einen guten Atmer. Die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Dann das Kreislauftauchgerät. The Rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Dann natürlich das Pathfinder-Werkzeug, was wir unterwegs gefunden haben. The Pathfinder tool emits a sequence of waypoints to mark your route and aid navigation in both terrestrial and aquatic environments. Und das Konstruktionswerkzeug. Adding emergency shelter blueprints to your databank. With the Builder tool, you can construct sea bases from raw materials, advising against exploring a frozen water continent without a base. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. No fun. Und natürlich die mobile Fahrzeugstation. Die dauert auch ein bisschen länger. Schade daran, haben sie gedacht. Ich habe nämlich hier die Batterien extra für die Crafting Materials verwendet, denn früher war es so, wenn du eine leere Batterie mit in ein Gerät vercraftest, dann ist es automatisch wieder voll. Funktioniert hier nicht, haben sie mitgedacht. Aber das Konstruktionswerkzeug brauchen wir jetzt erstmal sowieso nicht. Ich hätte gerne das Pathfinder-Werkzeug befüllt und das Reparaturwerkzeug. Dafür haben wir noch gerade genug Batterien. Und die leeren Batterien können wir hier lagern, das ist ja kein Problem. Und draußen platzieren wir jetzt mal das Fahrzeugstation. Mein Gott, die Fahrzeugstation. Go for it. Und wie damals sind wir wieder an der mobilen Fahrzeugstation. Abteile können hier die Seebahn bauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese Seebahn jetzt auch gebaut habe. Seufz.
Oxygen. So, auf den finalen Metern hier Richtung Basis und wenn wir es dann bauen können, hoffentlich habe ich jetzt genug Zeug dabei, können wir uns ja schon mal die Logs anhören, die wir unterwegs gefunden haben, bevor uns die aufschieben. Einfach nur gemein. Gut, den können wir uns nicht anhören, den müssen wir gleich vorlesen. Moment. Ich bin jetzt auch einfach gemein, weil ich baue jetzt nicht weiter, sondern lese jetzt einfach vor. Von Piotr. In meiner Bewerbung erwähnte ich, dass ich an schwerer Elasmophobie leide. Das ist, raten Sie mal, die Angst vor Haien. Stellen Sie sich mal eine Überraschung vor, als ich hier die Brachialhaie entdeckte. Es gibt einen Grund, warum sie nicht Kuschelhaie nennen. Wie auch immer, der Forschungsaußenposten ist zur Hälfte fertig. Ich schürfte mir mein Bein an einem abgebrochenen Stück Koralle auf. Das Blut zog einen Brachialhai an und ich kam nicht mehr dazu, den Rest aufzubauen. Ich benutze einen Schwimmkörper, um zur Oberfläche zu gelangen. Ich ließ das Konstruktionswerkzeug in der Basis liegen. Wer es bis dort unten schafft, kann es haben. Und den Lieferstatus, den können wir uns anhören. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get me in trouble. This is the third shipment that those buggers have gotten their weird little hands into. Now we're running low on flares and I'm gonna have to search nearby nests for stolen cargo. They're lucky, they're kinda cute. Raccoons of the sea, those ones. Und gerade als ich merkte, dass der über die Seebahn redet, der Fred, der mir übrigens immer noch sehr sympathisch ist, genauso wie sympathisch mir das ist, dass wir uns recht angezeigt werden, was wir brauchen, ist mir aufgefallen, dass ich ja gar keine hier Tischkorallen mehr habe. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal erstmal noch die Tischkorallen vorher holen. Ich kann noch mal gucken, ob hier noch irgendwas drin steht zum Thema... Nein, tut's nicht. Zum Thema Reden und so. Aber nein, reden ist nicht. Ich vergesse immer wieder, in welche Richtung wir diese Korallen finden. Drohliche Musik. Hat uns nicht zu kümmern. Ich glaube, irgendwo in Richtung Delta gibt's die Korallen. Mal gucken, ob wir es dieser Folge denn überhaupt noch dahin schaffen. Also gut, dahin kommen wir auf jeden Fall. Aber, obwohl, kommen wir dahin? Ich würde ja eigentlich schon vorher gerne noch die Höhle erforschen, die wir hier vorne haben. Oh, was haben wir denn hier? Waren wir hier etwa schon? Ist da oben wieder... Ach ja, okay. Ach, das ist das, wo der Taucher gesagt hat, so, ja, ich habe keinen Bock mehr, geht da alleine runter. Ich finde aber den Gedanken gut, dass auf dem Planeten hier andere Leute sind. Oder waren zumindest. Ich kann mich ja noch an dieses alleinige Gefühl erinnern, als wir das erste Mal mit den anderen Duty abgestürzt sind. Das war nicht so angenehm, zu wissen, dass man niemanden mehr hat. Aber die hatten ja alle Leute. Zwar sind wir jetzt höchstwahrscheinlich auch alleine hier, aber... Nun, wir sind es ja gewohnt. Also die Frau ja wahrscheinlich nicht, aber wir. Boah, ich mag die Musik von Subnautica so gern. Also ich sollte mir eigentlich nochmal eine Batterie machen. Wie viel Kupfer haben wir denn dabei? Ist das genug? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich habe auch gesehen, für die Energiezelle brauchen wir auch nochmal Kupfer. Für Batterien. Aber gut, schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, wir machen das jetzt. Ohne weitere Verzögerung. Ach ja, Kabelsatz brauchen wir auch noch. Und das Gold. Oh, bitte sagt, wir haben Gold, wir haben Gold. Gut, danke. Nochmal in diese Scheiße, hätte ich jetzt nicht reingewusst. Oh, Kabelsatz bitte. Ja, warte mal, die Geiseldinger können wir auch nicht mitnehmen. Ist noch eins.
Erweiterter Kabelsatz. Das Glas, gute Frage. Haben wir eins schon da? Dann haben wir beide, sehr gut. Dann brauchen wir drei Blei, die haben wir hier auch. So, drei Blei. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit dem Kupfer kommen. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Batterien. Und jetzt Energiezellen. Sehr gut. Das ist wunderschön. Das freut mich auch sehr tatsächlich. Ich mache mir sogar noch eine Batterie, einfach weil ich es kann. Für den Seegleiter hier als Ersatz. Dann trinken wir mal einen Schluck Wasser. Habe ich noch Wurzeln dabei? Nein. Okay. Was wollte ich denn noch? Reparaturwerkzeug haben wir. Gut. Dann können wir jetzt den Seegleiter bauen. Und dann fahren wir rüber zur Station Delta. Seebahn. Entschuldigung. Bin schon ein bisschen traurig, dass es die Seemotte nicht mehr gibt, aber Seebahn nehme ich natürlich auch gerne. Ist ein bisschen langsamer, hat dafür aber andere Vorteile. Vor allem sind wir endlich sicher. Aber vorher machen wir mal hier das hier gelb, weil es ein Fahrzeug. Fahrzeuge haben wir immer gelb gemacht. Oh, sogar mit Animation diesmal. Das ist schön. Ich spiele ja mein Joy-Con. So, fahren wir zur Station Delta. Ich habe leider nichts mehr, was man abhören kann. Gerade in so einem Moment könnte man Time-Raffer anmachen, aber könnte man auch nur, muss man nicht, ne? Wir wissen auf jeden Fall, dass wir auf dem Weg dahin noch ein paar Haie und so ein Gedöns haben. Und wir müssten mal irgendwie Lithium oder sowas finden für Plastahl. Und wie man emailliertes Glas macht, das weiß ich auch noch nicht so genau. So, hier kommen wir mal in neue Gebiete. Kann man ja auch erstmal ganz kurz die Viecher scannen. Das finde ich zum Beispiel ein Wesen, was mich sehr anlacht, der Steinbrecher. Ich sagte ja, ich kann's mit Tieren. Da ist noch ein Hai, warte mal, den will ich scannen. Den Brachialhai. Die Dinger sollen gefährlich sein, wurde mir gesagt. Also wurde uns gesagt, von den Typen da. Aber zu uns ist ja jedes Tier mal ganz lieb. So, Schiefer kann Silber rauskommen. Ich bin froh, dass wir das Gebiet jetzt hier entdeckt haben. Hier kann ich wieder Ressourcen farmen, ohne in diese sehr ekelhafte Höhle reinzugehen. Eigentlich suche ich ja gerade nach ein Vieh. Und ihr wisst ganz genau, welches ich meine. Zumindest wissen das die Leute, die die Early Access von dem Game bei mir geguckt haben. Hier ist Lithium, sehr gut. Ah, eine Höhle, ja, da freue ich mich aber. Können wir eigentlich die Dinger hier scannen, ja. Hydrothermalschlot. Machen wir es bitte nächstes Mal noch ein bisschen komplizierter. Exhibits the data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Signal location uploaded to PDA. Signal? Ursprung des fremden Notrufes. Haben Sie die Freunde entfernt? Hier sind doch immer so rumschreiende Viecher rumgegangen. Ich bin mittlerweile echt müde. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens. Lange mache ich nicht mehr. Da ist die Zion. Ich finde dieses Licht ein bisschen störend, wenn man aussteigt, aber das sieht nur aus, weil der Lichtpegel von außen so komisch ist. Ich wollte nochmal kurz hier runtergehen.
Ach so. Okay. Ich wollte doch nicht hier runtergehen. Ja, wir gehen jetzt natürlich zur Station Delta. Da haben wir ja, wir haben vergessen, ich habe vergessen, dass die Dinge da wegzumachen. Können wir das auch hier machen? Mal so eine kleine Frage. Das können wir sogar hier machen. Alle lösen. Das ist ja super. Also das gefällt mir echt gut. Das haben wir gesucht, das wieder. Das würde ich scannen. Ich fand die Dinger immer extrem knuffig, die Kryptosuchus hier. Ich finde das süß. Vor allem die Geräusche, die ich mache, finde ich mega süß. So, fahren wir einfach mal weiter zum Anleger. Mich interessiert gar nicht, was unter mir losgeht. Habe ich zwei Lade Lithium? Ja, zwei Lithium. Hier ist noch ein Lithium, das nehme ich auch mal kurz mit. Ressourcenmanagement und so. Wir haben es ja. Da hinten ist ein anderes Biom und hier ist der Anleger. Ich glaube, der Anleger ist neu. Ich glaube, den gab es so noch nicht. Ja, warte mal, Licht machen wir mal aus, Energiespann und so. Ich weiß nicht, ob das reinzählt, aber ich mach's einfach mal. Ja, perfekt angelegt. Ich komme da wahrscheinlich nicht rüber. Oh, doch, perfekt. So, ein Flutlicht. Das ist schön, das kennen wir. Ein Abfalleimer. Da wohnt bestimmt Plankton drin. Die Bank. Nehmen wir alles mit. Ist alles ganz schön. Wollen wir hier noch was mitnehmen? Einen runden Behälter von mir aus. Der Kaffeeautomat auch ganz wichtig. Oh, kann ich die mit? Danke. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Now with surface support. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Eine unbekannte Frau sagt, wir sollen nicht weggehen. Ich sehe nichts, es ist so alles verschneit hier. Ich würde gern mal da hoch gucken zu dem Mast. Warum muss es denn ausgerechnet jetzt schneien? Hufeisenstrauch, ja natürlich. Mit Hufeisenfrüchten. Hey Espa, die nehmen wir mit. Hier ist wieder was von Altera. Nehmen wir natürlich auch mit. Mit dem PDA. PDA ist vielleicht was zum Ab... Nee. Emanuel Sonderwunsch. Emanuel gab mir diese modifizierten Scanner und sagte, ich brauche mehr Duschköpfe. Dies sollte dich zu den notwendigen Mineralien führen. Was? Er sagte mir auch, ich sollte es nicht an die große Glocke hängen. Das ist es wohl, was einem einen Masterabschluss in angewandter Geologie heutzutage bringt. Ein Job als besserer Bauarbeiter. Ich hätte Stellas Recht studieren sollen, wie Papa sagte. Ich muss es trotzdem für Manuel erledigen. Keine Ahnung, was er mit dem Scanner gemacht hat, aber er macht einen großartigen Job, wenn es darum geht, bestimmte Mineralien zu finden. Immerhin besser als zu erhoffen, irgendwie über die richtigen Aufschlüsse zu stolpern. Ja, nö, ich finde das schon gut, was ich hier mache. So, komme ich hier immer noch? Bin ich noch richtig? Komme ich von hier? Ich will da hoch. Okay, wir gehen mal hier lang weiter. Aua. Wir müssen eigentlich mal herkommen, wenn es Tag ist. Ganz ungünstig, dass es jetzt Nacht geworden ist und so heftig schneit. Ich sehe nichts und es ruckelt. Optimale Voraussetzungen. Aber ich glaube mal, wir müssen hier irgendwie hoch. Weil hoch ist immer gut.
Bin ich im Kreis gelaufen? Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Immerhin kommen wir auf dieser Insel nicht verhungern. Aber hier ist aufgehört zu schneiden, das ist schon mal eine gute Sache. Wir haben es immerhin schon 100 Meter von der Seebahn weggeschafft. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, die Höhle ist falsch. Komm hier nicht weiter. Ach nee. Aber hey, es wird Tag. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Hier ist eine heiße Quelle und ein paar Pingus. Ich sagte, hier ist eine heiße Quelle. Keine heiße Quelle für uns. Aber das sieht doch mehr versprechend aus hier. Bingus. Ich finde übrigens auch gut, das Detail ist mir aufgefallen, dass wir, wenn wir rennen, wir können jetzt rennen und die Taschenlampe draußen haben. Das ging damals nicht. Oh. Ein Materialanalysator. Schön. Dann sind wir ja doch nicht richtig. Warum muss die Insel denn so groß sein? Ob wir es in 10 Minuten noch schaffen, hier hochzukommen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist auch schon wieder Nacht, wenn ich hier ankomme. Hier ist eine Treppe. Und hier ist der Anleger. Gut gemacht, Robert. Gut gemacht. Okay, dann ist das hier der richtige Weg. Und wir wollen nach oben. Wir wollen dahin. Wir sehen das und gehen dann in die Richtung. Ich meine, es muss doch irgendwo einen Aufweg dafür geben. Hier ist ein Wimpel. Wie groß diese Insel ist. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Okay, wir gehen hier durch und dann ist das hier das nächste, was wir sehen. Wo sind die nächsten Wegweiser? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt diese Dinge auch nicht finde. Komm mal hier hoch. Hier hoch. Da ist Altera drauf. Oh. Nicht runterrutschen. Da will ich rauf. Also müssen wir jetzt irgendwie uns rechts halten. Ja gut, den nehmen wir mal kurz mit.
Habe ich hier irgendwas übersehen? Kommt man hier irgendwo weiter? Es ist hier sehr heiß anscheinend. Ach, Mann. Gib her. Ah, komm, ich komme mir gerade so blöd vor einfach. Aber hier kann man auch nicht klettern. Bin ich gerade durch den Stein durchgesprungen? Ja, bin ich. Perfekt. Kann ich das Pathfinder-Tool hier nehmen? Prinzipiell ja. Okay. Hier ist unser Startpunkt. Ich will dahin. Also folge ich der Markierung und gehe hier runter. In der Höhle angekommen, gehe ich dann hier hoch. Wo ich dann auf ein B komme, der mich hier hinführt. Dann gehe ich weiter nach links hoch. Komme in eine Höhle rein. Bin ich wieder in der Höhle drin. Bin von da unten gekommen. Also hier kann ich nicht weitergehen, oder? Nee. Ich muss dahin. Jetzt bin ich hier. Ach, das mit den Wegweisern hat ja auch einfach keinen Sinn. Ich finde aber den Weg da hoch nicht. Ich suche mal jetzt noch die 5 Minuten. Ansonsten gucken wir nächste Folge weiter. So nah und doch so fern. Könnten die nicht einfach hier eine Leiter runtersetzen? Na, ich will doch nur gucken. Ach man. Wir müssen ja irgendwie durch die Höhle durch. Eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Ich übersehe in der Höhle hier etwas. Na ganz toll. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Ich glaube, wir haben den Weg gefunden.
Station Delta. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. Ja Mensch, da wurden wir erstmal von so einer Frau überrascht. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz im Raum. Aber 10 Minuten auf dieser Insel gegammelt, um die Station zu suchen. Und die erkunden wir erst beim nächsten Mal in Subnautica Below Zero. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Hoffe, diese Zeitraffer kommen gut an. Und wünsche natürlich, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.